just arrived at AHG. Ich habe 7 Mücken bezahlt. Und ich bin gespannt, ob der Spaß sich hier wirklich lohnen wird. Also, zumindest im Reiseführer wurde gesagt, dass das sehenswert ist. Das mag vielleicht nur mir so vorkommen, aber dieser Ort, der hat schon so eine gewisse, ja, wie nennt man das, keine Ausstrahlung, sondern so eine gewisse Kraft irgendwie. Ich bin eigentlich nicht so der rituelle Typ, aber es wirkt einfach alles so, ja, kraftvoll. Es wimmelt hier von Moskitos. Aber es ist wirklich, ja, sehenswert. Vor allem hat man da direkt dabei einen kleinen Ausflug in die Berge. Aiheiji! Da diese Tempelregion von Aiheiji doch ziemlich klein war, wenn ich mich nicht direkt auf den Weg nach Hause machen wollte, habe ich hier so einen schönen Pfad gefunden auf den Mount Daibatsu. Ich weiß nicht, ob ich darauf komme, also ob ich schaffe, weil mein Gepäck schon ziemlich schwer ist. Aber da vorne sehe ich, ich glaube, das ist ein Staudamm oder so. Und den würde ich mir schon gerne angucken. Das sind noch ein paar Meter nach oben. Mal gucken, was ich oben vorfinde. Ja, ist zwar der Staudamm. Die Frage ist, ob ich da hochkomme. Und die Frage ist, ob ich da hoch will. Ich pumpe jetzt schon ganz ordentlich. Naja, weiter schauen. Ohne Witz, ich muss da einen riesigen Monsterspinnen vorbei. Aber jetzt gibt es wohl eine Möglichkeit, da hochzukommen und jetzt bin ich froh. Aber ich bin ganz schön geschafft, mein lieber Scholli. Ich wäre gerne da weiter hochgegangen, aber da ist ein Tor und da komme ich nicht dran vorbei. Das ist abgeschlossen. Und drüber klettern gibt mir mein Gepäck nicht. Das heißt, ich muss leider hier auf der Hälfte irgendwo stehen bleiben und wieder zurück auf den Weg machen. Aber ich versuche gleich nochmal zu dem Mount irgendwas hochzulaufen, weil ich glaube, das ist da oben. Vielleicht komme ich außenrum dahin. So wie es aussieht, komme ich auch noch zum Ziel. Und zwar finde ich mich jetzt schon fast auf der gleichen Höhe wie der Staudamm. Und wenn ich da gleich angekommen bin, wenn es geht, dann springe ich ins Wasser. Ich bin da so fertig. 40 Grad Luftfeuchtigkeit bei 50 oder 60%. Puh, leck mich am Arsch. Scheiße, verdammt, ich hab's geschafft. Das Wasser ist jetzt vielleicht nicht so klar, wie ich es mir erhofft habe. Aber dafür habe ich echt jetzt eine geile Aussicht. Und zwar geht's verdammt tief runter. Eieieiei. Da unten war ich gerade, habe mit Spinnen gekämpft. Und von da unten komme ich. So ein geiles Gefühl, hier oben zu sein. Vor allem war das jetzt, ja, über eine halbe Stunde, fast, ja, doch fast eine Dreiviertelstunde bergauf mit Gepäck. Wenn ich das Gepäck jetzt da liegen sehe, denke ich mir, juhu, jetzt nur noch runter. Aber ich versuche vielleicht mal da an das Wasser zu kommen, um mich ein bisschen zu erfrischen. Meine Liebe. Da hinten ist die Polizei, mal gucken, vielleicht darf ich hier gar nicht hoch, mal gucken. Okay, die haben nur gegrinst und dachten sich, ja, dieser Guy Jin ist jetzt hier hochgelaufen, hat Spaß an der Freude gehabt. Hab meinen Kopf gerade unter den Wasserfall gesteckt. Jetzt geht's mir gut. Jetzt nur noch runter, bisschen ausruhen, bisschen den Tempel nochmal angucken und dann ab nach Kyoto.